Heute geht es mal darum, wie wir unseren Schuh zerlegen, wieder zusammensetzen bzw. vereinfacht wieder zusammensetzen können und wie wir dort eine Spitze ranbekommen. Das ist also das Leistenmodell, mit dem wir arbeiten. Und zunächst können wir das mal in Segmente zerlegen, in ein Vorderteil und ein Hinterteil. Und dazwischen die Struktur, die lassen wir mal weg. Das sieht jetzt so aus. Dann können wir mit dem Seam-Objekt, was sich jetzt hier befindet, ich habe den jetzt auch mal schon mal ein paar Icons gegeben, solche Seams machen, und zwar einen, der hier vorne ansetzt und eine, der von hinten nach vorne ansetzt. Das ist also die tangentiale Fortsetzung dieser Fläche nach hinten, und hier auch von blau nach vorne ist es diese pinke Fläche. Und wir können für diese beiden Seams jetzt eine Tangentialfläche berechnen lassen, und die sieht so aus. Die liegt jetzt hier so da. Man sieht jetzt also auch wieder, wie die Tangenten hier einfach rauslaufen würden, wie hier eine Krümmung einsetzt. Und ich blende mal die beiden Seams aus und den Schuh nochmal dazu. Und da sehen wir, dass das in vielen Bereichen übereinstimmt. Also hier oben passt es noch gut zusammen, hier unten passt es zusammen. Und hier dazwischen die Tangentialfläche, die weicht jetzt von unserem Schuh ein bisschen ab. Das heißt, hier geht der Schuh ein bisschen weiter raus und hier geht die Tangentialfläche raus. Und wenn man innen reinguckt, da ist es genau umgekehrt. Innen drin sieht man eher den Schuh. Aber das hier ist jetzt eine ganz saubere und geglättete Fläche. Und rein theoretisch könnte man das überall mal machen. Die Anschlüsse sind überall wieder passend. Kann man sich hier anschauen. Das ist alles sauber aufgehoben. Okay. So, wie geht es jetzt nach vorne weiter? Ich blende das mal aus. Nur das Vorderteil von unserem Schuhsegment. Dann könnten wir also vorne eine Spitze entwerfen, indem ich jetzt hier einfach mal ein Sketch habe. Der hat 17 Pole. Das ist so die Grundmenge, die wir für den Schuh auch haben. Irgendwie ausdesignen, so sieht das halt gerade aus. Und von diesem können wir jetzt durch Skalierung und Extrusion uns eine Spitze machen. Also aus diesem Sketch ist zum Beispiel diese wunderbare Schuhspitze für den Clownschuh 2018 schon mal da. Und wir können jetzt den Seam für den Schuh hier vorne bestimmen. Das ist das Seam. Nochmal der Schuh dazu. Das sieht so aus. Tangential würde es so weitergehen. Sieht man hier so ein bisschen die Abweichung. Den Schuh haben wir ja vorne ein bisschen nach oben gebogen. Tangente geht nach vorne weg. Und von der Spitze hätten wir auch einen Seam. Der sieht so aus und geht nach hinten. Und jetzt ist wieder die Aufgabe, zwischen diesen beiden Seams einen Tangentialübergang zu machen. Das ist der berechnete Tangentialübergang. Jetzt blende ich die beiden Seams aus. Und dann sehen wir, wenn wir das so anschließen, an vielen Stellen ist es sehr schön. Hier knittert es ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mal alle Teile jetzt zusammen sehen, den Sketch mache ich wieder weg und schauen uns nochmal das Krümmungsbild an, dann sagen wir, es ist zumindest in den Übergängen sehr schön. Und wie man hier vorne die Schuhspitze macht, das ist ja jetzt nicht mein Problem. Das muss dann jemand, der das richtig kann, machen.